Ach, hallo, schönen guten Tag. Ah, nee, also mit den Frauen, ich lese ja gerade noch mit. Ich meine jetzt gar nicht Frauenfußball und so, aber Frauen sind da welchen, hä? Gerade auch, ich habe das gestern wieder erlebt im Bad. Ich gehe manchmal so ins Bad schwimmen, ne? Also der Unterschied zwischen Mann und Frau, also ich meine es jetzt nicht so im Allgemeinen, so äußerlich, das ist ja klar, ne? Also das äußerliche Bild, die Unterschiede, nee, aber auch so vom Benehmen her, ne? Im Bad, ein Unterschied wie Feuer und Wasser zwischen den Männern, ne? Also, aber natürlich auch im Äußeren, das ist ja auch klar, ne? Im Äußeren gibt es natürlich auch, also, ich meine, beim Mann ist es ja immer günstig, ne? Ein schöner Mann entstellt nicht, auch kein Bauch, ne? Wobei bei der Frau, ne, so ab 15 Kilo Übergewicht, ne, da wird es dann schon problematisch bei einigen. Und wenn sie dann allzu viele Jahre auf dem Buckel haben, naja, also, man muss schon sagen, also manche Frauen sind dann für die männliche Fantasie nicht mehr so sehr geeignet. Ne? Manche eine sollte vielleicht statt Badeanzug einen Taucheranzug anziehen. Ne? Aber aber die Frauen, wissen Sie, das meine ich jetzt, die benennen sich, wenn sie nicht alleine sind, nicht so, wie wenn sie Eintritt bezahlt hätten, sondern die benehmen sich, als wenn sie die ganze Schwimmhalle für sich alleine gemietet hätten. Ja, also ich sage, ne, ab zwei Frauen führen die sich auf wie die spanische Armada bei der Schlacht von Kattegat. Ne. Also in voller Breitseite pflügen die durch das Becken, ne, ohne Rücksicht auf andere Schwimmer. Na gut, die Frauen müssen ja unentwegt schwatzen miteinander, ne? Die können ja auf andere nicht aufpassen, haben ja gar keine Zeit, ne? Und wenn sie dann ihrer Dritt sind oder ihrer Viert oder ihrer Fünft, na, die Anzahl spielt eigentlich keine Rolle, ne? Wenn die so in geschlossener Formation vor dir auftauchen, bleibt dir bloß eins, abtauchen. Sonst. Und interessant ist auch, denen geht der Redestoff nicht aus. Und wenn die zwei Stunden hin und her schwimmen, die schwatzen und schwatzen. Ab einer Viererkette kriegst du ja dann auch bruchstückhaft mit, was die schwatzen. Nur Blödsinn. Ja, nee, du kriegst es ja mit, weil wenn die Außenschwimmerinnen im Gespräch sich beteiligen wollen, müssen die ganz schön brillen. Ne? Da verstehst du ein bisschen was. Aber naja, ich würde mal sagen, ab einer Fünferkette, dann kann es auch ganz schnell passieren, also wenn man eine absaufen sollte, dass das gar keiner merkt, ne? Rein vom Redeschwall her. Ja. Nee, aber die Pausen im Redeschwall entstehen eigentlich wirklich bloß, wenn eine absäuft oder wenn sie wenigstens mal ein bisschen Wasser schlucken. Ne? Ah, ansonsten ist unklar. Und wenn die dann, na gut, irgendwann siedeln sie dann um, ne, im Rudel, raus aus dem Schwimmbecken, nein, in Whirlpool. Ah, da können alle die, die mal ein bisschen im Becken schwimmen wollen, aufatmen und können losbaddeln. Ne. Den Whirlpool können sie dann aber vergessen. Die sitzen dann in dem Whirlpool, die Frauen, natürlich schwatzen, ne. Mit einer Ausdauer sitzen die da drinnen, ja, stundenlang, wie die Kreten im Tempel. Also, nee, ne, der Mann oder Mann hingegen, der schwimmt verbissen seine Bahnen, ne, guckt vor sich in die Fluten und tut nicht das kleinste Tönchen von sich geben, also das Geplätscher. Ja. Nee, höchstens mal, dass er mal auch mal einen Blick an den Rand wirft, ne, wenn man eine neue Frau auftauchen tut, alleine, na, man muss ja mal kontrollieren, was da so Sache ist. Vielleicht fühlt die Frau sich alleine oder sie braucht Hilfe, das kann ja mal sein. Na. Aber ansonsten die Männer. Na. Es ist ein Unterschied wie Feuer und Wasser. Ah, ja. Aber eigentlich wollte ich Ihnen ja heute, weil
Weil Sommer geworden ist, wollte ich Ihnen ja mal ein Gedicht vortragen, von mir persönlich, zum Sommeranfang. Ja, von mir persönlich, der Sommer. Der Sommer hat es wirklich schwer. Er kann es nur selten richtig machen. Ob in den Bergen, ob am Meer, immer soll die Sonne lachen. Aber bitte nicht zu heiß. Ein angenehmes, kühles Lüftchen, das ist gut gegen den Schweiß und vertreibt auch üble Düftchen. Ein blauer Himmel muss auch sein, nur ab und zu eine kleine weiße Wolke und dann der Abendsonnenschein mit Sternenschimmer im Gefolge. Täglich immer soll's auch regnen, kräftig, aber nicht zu lange. Regen tut das Wachstum segnen, bei Tomate, Unkraut und Orange. Kommt jedoch zu viel von oben, von den Flüssigelementen, tun de Leute flehen und dumm. Freude herrscht alleine bei de Enten. Die anderen haben die Schnauze voll, tun auf den nassen Sommer schimpfen. Doch kommt er dann, so wie er soll, mit allen seinen Hochdruck trümpfen. Ist das Gemecker Witter groß? Und alle fluchen auf die Hitze. Im Wald vertrocknet auch das Moos. Der Schweiß rinnt dir aus jeder Ritze. Es ist ein Kreuz mit deutschen Sommern, die niemals richtige Sommer sind. Von Bayern über Preußen bis nach Pommern. Ich mecker nicht, weil ich ein Sachse bin. Ein Sachse, der muss tätig sein und immer emsig auf der Achse. Entdeckst du mal ein faules Schwein, dann ist es niemals nicht ein Sachse. Drum lieber Sommer, nimm's nicht übel. Der Mensch muss meckern, Kuh muss muhn. Es steht geschrieben schon in der Bibel, man kann es recht nie allen tun. Tschüss.